Hallo liebe Community, im letzten Video haben wir euch schon versprochen, dass wir euch auch ein Aufbauvideo zu dem tollen Goblin Zeppelin von Megablocks präsentieren werden. Und genau das haben wir jetzt vor. Wir werden uns jetzt hier auf den Boden setzen und das Ding mal schön zusammenbauen. Dabei werden wir euch zwischendurch ein paar Kommentare geben und das Aufbauen ansonsten wahrscheinlich ein bisschen schneller laufen lassen, damit es nicht sich ewig in die Länge zieht und euch anschließend nochmal das fertige Produkt präsentieren. Also viel Spaß beim Zuschauen. Thank you.
So, wir haben fertig gebaut. Allianz Katapult und Goblin Zeppelin sind fertig. Wir wollen euch jetzt noch kurz unseren Eindruck von dem Ganzen geben. Also verarbeitungstechnisch ist das Zeug tiptop in Ordnung, waren überhaupt keine Probleme, auch beim Aufbau. Die Anleitung hat super funktioniert. Das Einzige war, dass die Steine teilweise ein bisschen schwer aufeinander gingen. Also es flutschte nicht so ganz, brauchte man manchmal schon ein bisschen Kraft, um das zu bauen. Was aber nicht weiter dramatisch ist, weil das Ganze ja eigentlich eher sich an Jugendliche oder junge Erwachsene oder auch ältere Erwachsene richtet. WoW ist ja generell erst ab 12, also vorher sollte man damit nicht so viel anfangen können. Ja, dann noch kurz zu den Funktionen. Also am Zeppelin selber können wir den Rotor hinten drehen, wir können die Finne bzw. das Seitenruder unten, diese Höhenruder an der Seite können wir auch klappen. Und die Kanone vorne ist natürlich auch noch voll funktionsfähig und biegsam. Da gibt es ein kleines Manko, und zwar, wenn man diesen Ball versucht zu arretieren, ohne hier hinten den anderen Finger daran zu nehmen, dann drückt sich das hier leicht runter. Also das Ding ist nicht so fest an der Oberfläche verankert, dass man das einfach mit einem Finger reindrücken konnte. Und wenn man jetzt quasi auf den roten Knopf drückt, dann kann man den Worgen hier vorne einfach über den Haufen ballern. Ja, und der Tauchenpaladin fällt auch gleich um. Ja, bei der Balliste kann man hier die Höhe einstellen und man kann halt mit diesem Schlitten und auch dem Pfeil quasi auch einen Pfeil abschießen. Es sind noch zwei Pfeile dabei. Der eine, der liegt irgendwo gerade in der Ecke, ist eben weggeflogen. Ja, das war es auch schon an Funktionen. Wir finden, das Ding sieht wirklich cool aus und wollen euch jetzt aus dem Video mit noch ein paar Impressionen aus diesem schönen Paket von Megablocks entlassen. Und bleibt uns gewogen.